Herzlich willkommen im neuen GSC-TV-Jahr. Mein Name ist Hanno Schlüter. Neben mir sitzt mein Freund Steve Ridda und nicht Zlatan Bajramovic. Denn ich bin hier nicht abgebildet, sondern der Ex-Profi, der Co-Trainer von FC St. Pauli 2 ist und die Mannschaft leider zum Sieg geführt hat, wie ich jetzt schon mal vorab verraten. Nee, fair. Oh, sag mal, jetzt hast du ja alles verraten. Wieso, es scheint ein gefährlicher Job zu sein. Er humpelt. Genau. Ja, gehen wir mal hinein ins Spiel. Man sieht, Pauli 2 stimmt sich ein. Mit 18 Punkten als Tabellen-14. ans Osterfeld gekommen. Wir konnten endlich spielen nach dem langen, langen Winter. Man sieht es im Hintergrund noch. Und sind gut aus der Kabine gekommen. Wir lassen die Szene mal durchlaufen. Ja, läuft gut. Ja, genau, läuft gut. Eide legt den Ball mit dem Kopf ab. Wir gewinnen ihn wieder. Und der starke Corbin Behrens an diesem Tag hat nach einer Minute die erste Torchance. Aber ich glaube, abgefälscht oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht im Tor. Leider Gottes. Ja, nächste Szene. Der Goslarer Sportclub im Vorwärtsgang. Mason Muslehe, so ein typischer Muslehe mal wieder. Torwart ist aber auf dem Posten und hält den Ball. Ja, und hier sehen wir einen typischen Fischer, wenn wir eben schon einen typischen Muslehe gesehen haben. Der sich den Ball irgendwie im Mittelfeld schnappt, einen guten Ball auf Eile spielt, doch der kommt leider einen Tick zu spät. Und sieht gelb dafür, dass er zu spät kommt und den Torwart umhaut. Vom gelben Schiri. So, jetzt mal eine erste Szene für St. Pauli, die in der ersten Halbzeit ganz gut mitspielten, aber ja, nicht zwingend waren, sagen wir es mal so. Hier sehen wir die zweite Szene von Pauli, von der zweiten. Lässt Slavo sich auf der Außenbahn jetzt kurz die Butter vom Brot nehmen. Überhaupt die Abwehr schwer umgestellt, dadurch, dass Tim Ruwing sich verletzt hatte, Slavo auf der rechten Außenbahn, Peter links auf der Außenbahn und in der Mitte Billy Rustemi mit Kai Fabian Schulz zusammen. Ja, für den erkrankten Christopher Kolm. Ja, zur Halbzeit jede Menge Menschen. Hätten noch ein paar mehr sein können, aber das macht sicherlich auch das Wetter. Der lange Winter war ja noch da, wie Steve eben schon bemerkt hat. Hier sehen wir die beiden wichtigsten Leute, den Trainer Frank Eulberg und den Trainer für alles drumherum, Wolfgang Klaus. Beide noch unzufrieden mit der ersten Halbzeit und in der Hoffnung, dass da ein bisschen mehr passiert jetzt. Und passiert ja auch was. Also wir haben noch ein paar ganz tolle Szenen. Hier die erste, Muslehe verzögert und trifft dann das Tor nicht mehr. Schade. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Hanno. Schade. Ja, und wieder Pauli. Hier, Lauri rutscht weg, aber Beli rettet ihn. Ja, wobei Beli Rustemi in einer der späteren Szenen auch noch eine Rolle spielen wird, aber dazu gleich. Hier sehen wir übrigens Profileihgabe Lennart T., der mal Europameister war, glaube ich, mit der U19 im Jahr 2009, kann ich mich noch dran erinnern, habe ich selbst im Fernsehen gesehen. Und hatte gerade eine große Chance und wir lassen die Szene mal durchlaufen, denn sie führt zu unserer größten Chance durch Justin Eilers, der jetzt hier ab der Mittellinie mit dem Ball alleine aufs Tor läuft. Was macht er? Lopez in die Arme des Torhüters, der spekuliert, bleibt einfach stehen. Die Bank rastet aus, sieht man jetzt nicht, müsst ihr euch vorstellen. Und ja, wie es im Fußball nun mal so ist, 90. Minute, letzter Angriff von St. Pauli, den kommentiert Hanno auch nochmal vor. Nur Flanke von rechts, da läuft dann Billy Rustemi nicht mit, Lennart T. hält den Kopf rein und dann ist das Ding drin. So, nichts mehr zu sagen eigentlich, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.